So, was ist unser nächstes Ziel? Ah, da. Gar nicht so weit entfernt. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wir müssen nur einen Weg dahin suchen. Ich glaube, wir müssen irgendwie. Warte mal. Oh, Gott sei Dank haben wir einen Mount. Ich glaube, das wäre hier sonst echt nervig ohne Mount. Wenn du da ständig vor diesen Viechern davonlaufen musst, die dich aufhalten, ich glaube, das wäre ätzend. Vorstoß ins Herz, Urs. Ihr seid gerade rechtzeitig. Wir haben die Umgebung gesichert und befestigen derzeit die Höhle. Nach eurem jüngsten Sieg sind Saitans Streitkräfte geschwächt. Der Drache spürt uns näher kommen wie ein Dorn, der sich ihm tiefer ins Fleisch gräbt. Jetzt wissen wir, dass Saitan nicht nur Wut, sondern auch Angst verspürt. Seine Zeit in Tyria nähert sich dem Ende. Tapfere Worte. Lassen wir sie wahr werden. Kommt mit. Die anderen Kommandeure sind drin. Yo. Zur Grotte geht es hier entlang. Es heißt, dort hätten sich früher verliebte Paare getrennt. Seid Oho, vorsichtig. verliebte Wir Paare. sind immer noch dabei, die letzten Orianer hier zu beseitigen. Bin schneller als ein Centaur. Hier kommen wir! Ein Wunderwerk. Herr Gerüchteagent, Sie kommen ein bisschen Die Zerstörung spät. des orianischen Beinhauses hat Saitans Fähigkeit, neue Monster zu schaffen, stark eingeschränkt. Diese Grotte gibt einen gut zu verteidigenden Befehlsstand ab. Es gibt nur zwei Wege hinein. Durch diesen Gang und übers Meer. Sieht gut aus. Das ist eine schöne Basis. Die Efurt sind bereits hier und bereiten den nächsten Angriff vor. Welches Vorgehen schlagt ihr als nächstes vor? Eine volle Offensive. Saitans Versorgung ist abgeschnitten. Wir können die Hauptstreitmacht angreifen, ehe sie sich erholt. Ich stimme zu. Aber ein Angriff zu Lande führt dorthin, wo der Drache am stärksten ist. Von See her machen wir mehr Schaden. Marshall, wir haben den Kontakt mit dem Artefaktsuchertrupp verloren. Ich will einen Suchtrupp losschicken. Ich verstehe. Kommandeur, habt ihr kurz Zeit? Okay, Angriff, Angriff, völlig random. Ich sah das Siegel der Könige von Orr. Ich glaube, sie kommen aus der Gruft von Prinz Al-Hazred. Zu Lebzeiten galt Al-Hazred als grausamer, brutaler Mann. Der Tod hat das nicht geändert. Leute, verteidigt das Lager. Zu den Waffen. Okay, erstmal kämpfen. Dann können wir uns ja entscheiden. Das sind Untote beim blassen Baum. Ich fühle mich gut. Boah, da hat jemanden aber heftigst erwischt. Was war das denn? Es sind alle tot. Ach je. Komm, ich heb euch mal alle auf. Hier ein bisschen Heilung. Untote Quagga. Saitan benutzt alles, was seinen Diener zum Opfer. Efurt hat's auch erwischt. Ach, hey.
Fürsten von Orr. Ah, der steht da oben. Gut, aber da gehe ich jetzt nicht hin, bevor nicht alle wieder leben. Erfrischend. Wir brauchen die Leute. Sterben zwar eh alle wieder, aber ist egal. Es ist noch nicht vorbei. Mensch, Falks stirbt auch alle paar Sekunden, ne? Mann, Mann, Mann. Hey, du da hinten, Agentin, du könntest mitkämpfen. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Du bist gefeuert. Ah ne, die kämpft mit, die schießt nur. Okay. Ist nicht gefeuert. Lass ich dir durchgehen. Der Pakt soll eine Lieferung kriegen. Du musst ihm das mit den roten Kreisen auf dem Boden erklären. Okay. Das kann ich mal machen. Katapulte sind Spielzeug neben Panzern. So, eigentlich soll ich ja mit Traherne sprechen. Wo ist der denn? Ach da, da kommt er mal angehüpft. Bleibt stark. Boah, Panzer wären natürlich schon cool, ne? Ich glaube, wir nehmen Panzer. Ich will Panzer. Bin zwar im Orden der Gerüchte, aber Panzer. Panzer sind einfach unschlagbar. Da kann man sagen, was man will. Es sind Panzer. Es sind verdammt nochmal Panzer. Da muss ich sagen, da bin ich konservativ. Wären es Flammenwerfer, würde ich die Flammenwerfer nehmen. Okay, Panzer. Wo und wie komme ich zu meinen Panzern? Okay, hier geht's zu den Panzern. Hey, Powwow, grüß dich. Sorry, habe ich gar nicht gesehen gerade. Entschuldigt. So, nehmen wir mal mit. Bisschen sammeln ist immer gut. Auch wenn ich gerade nicht vorhabe, wirklich was zu sammeln. Sondern ich will Panzer. Panzer! Darf man dich begleiten? Aktuell leider nicht, weil ich gerade die Story spiele. Und die möchte ich ja immer alleine spielen. Wenn ihr Tagman sucht, folgt dem Pfad vor den Mauern. Sie ist auf eine Vorsprung. Warum ist Ellie hier? Das ist zu gruselig für einen Hund. Sie wollte nicht. So, Panzer. Sie am Tor festgebunden hätte. Stimmt's, Mädchen? Oh. Ich glaube, ich bin gerade einen falschen Weg gelaufen. Mann, bringe mich zu den Panzern. Tagwin, wo sind die Panzer? Ich sehe keine. Tagwin, was ist da los? Ich brauche Panzer. Offizier anwesend, stillgestanden. Seid gegrüßt. Willkommen bei den Blassen Räubern. Blasse Räuber ist ein interessanter Name. Mir fiel auf, dass ihr alle Silvari seid. Uns wurde diese gefährliche Mission erteilt, weil Silvari immun gegen den Fluch des Untodes sind. Wenn wir scheitern, erheben wir uns nicht wieder. Tagwin und ich waren schon einmal in diesem Teil von Orr, als der verfluchte Spiegel uns herschickte. Er ist schrecklich, aber unverkennbar. Der Marschall hat uns befohlen, die Docks einzunehmen, damit Pakt-Kriegsmaschinen per Schiff angelandet werden können. Meine Soldaten sind in der Kunst der Tarnung ausgebildet. Wenn ihr wollt, dass wir unsichtbar werden, sagt es mir. Das Lager im Süden ist unsere Verstärkung, aber sie haben sich nicht gemeldet. Wir müssen dort nachsehen, bevor wir die Docks einnehmen.
Ich hoffe, dass Ihnen nichts passiert ist, aber Gewissheit ist besser als Hoffnung. Kommandeur, geht ihr freundlicherweise voraus? Selbstverständlich. Und ist ein gruselig aussehender Riese. Zwei Riesen. Zwei wirklich gruselige Riesen. Oh, oh. Kommt schon, wir schaffen zwei. Keine Lust auf Spaß? Meine Lust ist noch im Heim. Ich könnte sie holen gehen. Zeit zu gehen. Kommandeur, übernehmt ihr die Führung? Ich will zu meinen Panzern jetzt. Zückt die Waffen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Tarnformation. Achso, wir sollen erstmal die Pfade räumen für die Panzer. Na gut. Geduld, Geduld. Da habe ich keine Geduld, wenn es um Panzer geht. Ich glaube, die zwei greifen aber lieber nicht an, oder? Oder müssen wir die angreifen? Reicht das, wenn wir einfach durchlaufen? Ich meine, die Panzer können die ja alle killen. Die Panzer machen die doch alle, oder? Oh oh. Angriffsformation! Männer! So, Bleibt wach. Lebt gut. Tarnformation. Tekwin. Schleichformation. Würde denken, ein so gut verteidigtes Lager wäre sicherer. Oh, das ist Orr. Hier ist nicht sicher. Mich besorgt, dass sie die Verstärkung sein sollten. Wir können nicht zu den Docks, bis das Lager sauber ist. Und das wird doppelt schwer. Unsere Verstärkung dient nur in Saitans Armee. Na dann müssen wir halt mal ein bisschen aufräumen. Bombardinisches Räumkommando. Attacke! Das spürt ihr noch tagelang. Oh, holle die Waldfee. Au, 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 aua! Alter! Alter! What the f... Das ging ein bisschen zu schnell. Möchte ich anmerken. Männer, ich komme gleich wieder. Ich habe nur keine Tarnung mehr. What happened? Keine Ahnung. Ich wurde in die Mangel genommen. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir dürfen zu den Docks gehen. Gut gemacht, Männer. Tarnformation. Ist das alles, was noch übrig ist, oder wie? Ach, herrje. Doch, ach, wir sind noch ein paar mehr. Okay. Gut. Die anderen sind irgendwie nicht so wirklich getarnt. So, jetzt sind alle getarnt. Faust im Au schmerzt wie Sau. Ja, irgendwie schon, ne? Bin schneller als ein Centaur. Aber ich habe den Trupp gut ausgebildet. Dementsprechend konnten die das Lager auch ohne mich quasi vernichten, zerstören, was auch immer, säubern. So, jetzt geht's den Riesen an den Kragen.
So, Männer. Ein Wunderwerk der Technik. Attacke! Vernichtet die Riesen! Ich fühle mich gut. Das war ekelhaft. Riese 1 ist tot. One Riese to go. Panzer! Panzer! Ja! Panzer! Seid gegrüßt. Der Zahnradtrupp meldet sich zum Dienst. Mit Belagerungsmaschinen im Gepäck. Panzer. Diese Panzer sind sagenhaft. Ihr habt sie den ganzen Weg von Löwenstein hergesegelt? Ach, das war nicht schwer. Die ganze Reise trocken bleiben, das war das Problem. Panzer, ich begrüße Sie. Wie geht? Ich wollte schon immer in so einem Metallteil in die Schlacht fahren. Ich bin so aufgeregt. Ihr seid wirklich meine Art, Silvari. Wir sollten später einen Whisky zusammen trinken. Zurück zu unserer aktuellen Aufgabe. Diese Panzer geben uns den Vorteil, den wir brauchen, um Truppen vor Ara in Stellung zu bringen. Wir bringen das Abladen der Kriegsmaschinen zu Ende. Sobald ihr bereit seid, treffen wir uns am westlichen Säulengang. Voll bereit. Ah, ein Schmuckstück. Panzer.